Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin etwas näher ans Mikrofon gerutscht und wir machen direkt weiter hier vor dem Denkmal, das wir hier für den guten Pilger von den Piraten befreit haben. Dort unten scheint irgendetwas umher zu fliegen und zu flattern. Sieht mir beinahe nach diesem Sirenenverschnitt aus. Harpienverschnitt, Sirenenverschnitt, ihr wisst, was ich meine. Hallo, Harpien sogar. Verdammt, bist du hässlich. Mann, Geralt, sag das doch nicht immer wieder. Die wissen es doch, aber die können es auch nicht ändern. Autsch. Autsch. So. Aua. Ja, ja. So wird zu den Harpien. Ich sag ja, es läuft immer und immer besser mit den Kämpfen. So. Uah, wir sind ganz schön weit oben. Und es tobt die ganze Zeit ein Gewitter. Seit wir den Waldschrat getötet haben. Macht mir ein bisschen Angst. Also ich will nicht das ganze Spiel lang hier nur im Regen laufen müssen. Das muss wirklich nicht sein. Da kann ich gerne drauf verzichten. Und ich will Yennefer nicht treffen. Ich will Lamper treffen. So. Der sich ja hier beim zweiten Dorf der Insel befindet. Das auch nicht mehr allzu weit weg sein kann. Dort vorne ist es schon. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das toll, ist das toll, ist das toll. Also die Insel gefällt mir richtig gut. Klein, abgeschieden, aber dennoch wunderschön. Auch wenn es hier sehr, sehr regnerisch ist. Und wehe, das ist wegen dem Waldschrat, dann kriege ich mal eine Krise. Also jetzt nur hier Regen, das wäre furchtbar. Trottheim. Ah ja. Was willst du? Ich suche Hammond. Aus welchem Grund? Geschäfte. Um diese Tageszeit betet er in der Kapelle auf dem Hügel. Wenn du Sklaven kaufen willst, musst du warten, bis er fertig ist. Oh Mann, na das sind ja mal wieder freundliche Gesellen. Ja, ich wusste wirklich nicht, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist. Ich meine, der in einer Kapelle Sklaven kaufen? Ist das nicht alles ein bisschen paradox und widersprüchlich? Er betet? Ich hätte ihn nicht für einen gottesfürchtigen Mann gehalten, nach allem, was ich von ihm weiß. Hm. Es würde aber niemanden überraschen, der ihn wirklich kennt. Wieder ein Schnüffler. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, juhu. Ein ganzes Banditenlager. Autsch. Hohoho. Naja, Piraten sind nicht das große Problem. Ihr seht selber. Der Bogenschütze hier stört mich viel mehr. Hat mich gestört. Autsch. So, und da geht der Arm fliegen. Aber das lassen wir noch nicht. Autsch, ein weiterer Bogenschütze. Erledigt. Autsch.
Den haben wir wieder gespalten. So. Und erledigt. Einer fehlt noch. Mann, oh Mann, dann metzen wir das ganze Dorf nieder. Das ist ja auch ekelhaft, oder? Hier sind noch zwei Wachen. Na, kommt der jetzt einmal dabei. Na, komm. Na komm. Ein bisschen Kontern üben. So. Und ab mit dem Kopf. So viel zu diesem Banditenlager. Befehle von Hammond. Die Sonne geht auf. Der Sturm und das Gewitter bleiben. Das gefällt mir gar nicht. Und für das Massaker hier ist die Musik ein bisschen zu freundlich. Und wir können mal wieder Kisten plündern. Und die zuckende Bein dort bewundern. Schlüssel benötigt. Ah ja. Und hier gibt es viel zu plündern. Typisch Banditenlager. Scheinbar sind hier alle Gebäude verschlossen. Schade. Die Banditen, die bösen, bösen Banditen, die hier in dem Dorf wahrscheinlich nur vorübergehend leben, schließen natürlich ihre Türen ab und die ganzen Dorfbewohner, die alle sässig geworden sind, die haben alle die Türen offen und freuen sich darüber, bestohlen zu werden. Merkwürdig. So. Befehle von Hammond erneut. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. So. Nächstes Mal besuche ich den Schrein auf dem Hügel und bringe ein Opfer da, bevor es losgeht. Am Göttersegen ist alles gelegen. Wenn Kunden kommen, sollen sie warten, bis ich zurück bin. Sie werden es verstehen, sie wissen, dass ich unausstehlich werde, wenn man mich beim Beten stört. Augen offen halten, Hammond. Ja, ja. Also geduldig waren wir jetzt nicht gerade. Alle Gebäude sind abgeschlossen. Hier haben wir sogar ein kleines Gefängnis. Stege. Also hier haben die sich wirklich ein schönes Banditenlager ausgesucht, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe eher eine Siedlung erwartet, um ehrlich zu sein. Und da ist Hammond. In der Kapelle auf dem Hügel. Dann können wir theoretisch einmal querfeldein so laufen, bevor wir da hingehen. Und das eine Fragezeichen noch entdecken. Monsterlager. Na, supi. Da komm her, mein Schöne. Naja. Spannend war es nicht gerade. Ein Monsterlager. Ich bin gespannt. Was genau wir hier finden werden.
höre seltsame Geräusche. Ah, hier, Nebel. Ach so, der Spaß schon wieder. Nee, ich denke mal schon, dass das so richtig ist. Mit dem verdächtigen Leuchten. Oh. Meisterlich gefertigte Katzenrüstung, Handschuhe, Hose, Stiefel. Ja, ja. Okay. Hier leuchtet auch blau. Du aber nicht. Ah ja. Ah ja. War ja mal wieder beinahe zu einfach. Hier ist gar nichts zu holen. Eine Klinge. Und das war's. Ja gut, wir haben die Katzenausrüstung gefunden, aber warum Monsterlager? Das verstehe ich wieder nicht. Naja, schnell raus hier. Bloß nicht hinterfragen. So. Na gut, das war ja ganz angenehm und einfach. Dann können wir jetzt tatsächlich in Richtung Hamond gehen. Aber ganz kurz, was für Klingen waren das genau? Sieht schick aus, aber von den Werten her nichts Besonderes. So. Glossar, Handwerk. Vierunddreißig ist die meisterliche Katzenrüstung. Überlegen 29. Die tragen wir momentan. Meisterliche Katzenrüstung. 34. Da fehlen uns noch die Überlegene. Den Plan haben wir noch gar nicht. Oh Mann, das wird noch ein Spaß. Das wird noch ein Spaß. Ich sag's euch. Hamond, Hamond, mein lieber, lieber Mann. Bin gespannt, wie das weitergehen wird. Vor allen Dingen, wer ist das bitte? Jemand, der Sklaven verkauft und gleichermaßen hier betet und um Ich meine, das ist ja total paradox, oder?
Es sei denn, er betet irgendwelche Götzen an, die die Menschheit versklaven oder sowas. Das würde dann wieder passen. Endriagen. Der Preis der Ehre, was ist das denn jetzt? Ah ja. Die verschwundene Ehefrau, da haben wir sie, also die Verlobte, die heiraten sollte. Jetzt frage ich mich, hat es so viel Sinn gemacht, die Hochzeit weiter vorzubereiten, wenn hier die Frau tot rumlag? Ihr wisst ja noch dieses Paradoxon. Ihr merkt, ich mag das Wort Paradox. Wie gesagt, die Hochzeitsvorbereitungen vorzuführen, obwohl die Frau verschwunden ist, ist auch schon ganz schön mutig und schwachsinnig. Blau und aufgedunsen. Das hat den Sirenen aber nichts ausgemacht. Sie müssen an ihr rumgeknabbert haben, kurz nachdem sie ertrunken war. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. Ah, jetzt könnt ihr mit dem Geist kommunizieren. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Und ich mache gerade vollkommen einen Blödsinn. So. Gütige Freier, vergib deinen Söhnen. Wir sollten die Verlobte unseres Bruders zu ihrer Hochzeit begleiten, aber ein Sturm hat uns vernichtet. Alles ist verloren. Agda ist tot, ihre Mitgift versunken. Ein Schandfleck auf der Ehre des Clans. Vergib uns, gütige Freier. Hör auf, Mikkel. Freya kann uns nicht von der Schande reinwaschen. Lass uns tun, was getan werden muss. Hier, unter dem Baum. Wir beten und beenden es. Ja, du hast recht. Auf diese Art ist es besser. Was? Fußspuren. Wohin die wohl führen? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Haben die Freya umgebracht? Verwirrend, verwirrend. Oder haben die sich selbst umgebracht? Die Ehre der Skelliger. Lieber sterben, als mit dem Wissen leben, den Bruder enttäuscht zu haben. Selbstmord. Oh, das ist aber heftig, dass sie sich selbst umgebracht haben, weil Freya gestorben ist. Timon vom Clan Dimun. Ich bin hingerissen, dass meine Agna einen so mannhaften Krieger wie dich ehelichen wird. Stolz erfüllt mein Herz mit dem Gedanken, dass eure Hochzeit unsere Familie verbinden wird. Ich hoffe, du siehst mir meine Abwesenheit nach. Ich zähle so viele Jahre und noch mehr Verletzungen, da kann ich nicht mehr reisen. Ich danke dir, dass du deine Brüder geschickt hast, um Agda zu eskortieren. Meine eigenen Jungs trinken schon Met in unserem Vorfahren. Wenn also Ulf und Mikkel nicht gewesen wären, hätte Agda auf der Reise zu ihrer Hochzeit keine würdigen Begleiter gehabt. Damit ihr beide euren gemeinsamen Weg standesgemäß beschreiten könnt, werde ich Agdas Mitgift mit meinem Namen und dem Namen unseres Clans seinen Brüdern anvertrauen. Außerdem übersende ich euch meine aufrichtigen Glückwünsche. Respektiert einander und lebt in Harmonie. Möge es euch stets wohlergehen. Das Ganze ist wohl ein bisschen anders und vor allen Dingen schief gelaufen. Haben sie sich selbst das Leben genommen, weil sie es nicht geschafft haben, die Frau zu beschützen?
Das ist aber auch mal heftig, oder? Da würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal dem jungen Mann Bescheid geben, dass seine Frau verstorben ist. Bevor wir dran hier mit Hammond weitermachen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt so eine Nachricht erhalten würde, das muss ja grausam sein. Eine sogenannte Hiobsbotschaft, die er aus dem Leben werfen kann. Und immer ist Geralt der Überbringer solcher Nachrichten. Und was ist mit dem Wetter los? Liegt das an der Insel oder ist es unsere Schuld? Wie gesagt, der Waldschrat lässt grüßen. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mond. Halt! Mir tut es so leid, jetzt eine solche Nachricht überbringen zu müssen, meine Güte. Plötzlich bleibt bitte da stehen. Beste Klinge ist nicht fair, Mann. Oh Mann. Timon, ich habe eine weniger gute Nachricht. Ich habe schlechte Nachrichten. Akda ist leider tot. Deine Brüder auch. Was? Wie? Was sagst du da? Ein Sturm hat ihr Boot zerstört. Akda kam ums Leben. Deine Brüder hatten das Gefühl, dich enttäuscht zu haben und konnten mit der Schande nicht leben. Sie wählten den Tod. Ich habe diesen Brief gefunden. Vielleicht hilft er dir, damit fertig zu werden. Ein Brief? Das ist alles, was von ihnen bleibt? Tut mir leid, sonst habe ich nichts gefunden. Hartes Schicksal, vor allen Dingen auch eine schwere Aufgabe für Geralt, eine solche Nachricht zu überbringen. Aber so kalt und trocken ist es wahrscheinlich am besten, damit er selber auch von sowas nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Wobei man muss ja sagen, Hexer werden ja generell stumpf und gefühlskalt, das ist ja wirklich so vorgegeben. Und man merkt das Geralt ja auch sehr oft an. Er hat zwar eine sehr sarkastische Art, aber ist emotionskalt. So. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Fährte. Wir wollen den Schrein betreten, Hammond stellen und vor allen Dingen herausfinden, ja, ob sich Lambert für den guten Aiden rächen wird. All das beim nächsten Mal hier bei The Witcher 3. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.